Es gab eine Zeit, da waren Live-Alben ein eher seltenes Phänomen. Nun, nicht in der Jazzmusik oder in der Klassik, da war es schon immer gang und gäbe, Live-Aufnahmen zu produzieren. Doch Rock- und Popmusik wuchs in den 60ern schnell zu einem extrem studioorientierten Phänomen an. Es gab zwar durchaus auch in den 60ern Live-Alben, einige waren legendär, zum Beispiel At Folsom Prison von Johnny Cash oder Aretha in Paris von Aretha Franklin. Doch in der ersten Hälfte der 70er Jahre gab es einen massiven Anstieg an Live-Alben und das hatte einerseits damit zu tun, dass es grundsätzlich immer mehr Bands gab, doch es war auch eine wirtschaftliche Strategie, die von den Plattenfirmen vorangetrieben wurde. Denn gerade in den 70ern wurden Studioaufnahmen zunehmend teuer. Die Alben, die in der Zeit erschienen, wurden immer verschlungener und komplexer. Man muss sich ja erinnern, dass eine Band wie The Animals in den 60er Jahren einige Stunden im Studio bekam, um ein ganzes Album aufzunehmen. Da war dann von 10 Uhr vormittags bis 17 Uhr nachmittags ein Studio reserviert und alle 30, 40 Minuten musste ein Song fertig werden. Springt man von diesem Zeitpunkt nur 6 Jahre in die Zukunft, ist man bei Bands wie Yes angekommen, die mehrere Monate im Studio verbrachten, den Kosten gegenüber gänzlich gleichgültig und dort ihre aufwendigen Alben produzierten. Das galt damals nicht unbedingt als obszön. Die Plattenfirma begünstigte das. Die Alben verkauften sich oft gut und gleichzeitig verbesserte sich auch die Hardware. Menschen investierten immer mehr in gute Stereoanlagen und suchten eben ein Audioerlebnis. So verstand man, dass die Zuhörer am Anbeginn der 70er eben mehr suchten als eine in 20 Minuten aufgenommene Single. Doch die meisten Bands gingen nach der Veröffentlichung ihres Studioalbums auf Tour und verschwanden zumindest auf dem heimischen Parkett für ganze Monate von der Bildfläche. Die Plattenfirmen sahen da schnell vergeudetes Potenzial. Denn verglichen mit einer Studioaufnahme war das Erstellen eines Konzertmitschnitts vergleichsweise preiswert. Einen gewissen Anstoß gab hier sicherlich das legendäre Album Live at Leeds von The Who, das 1970 erschien und nicht nur von der Kritik gefeiert wurde, sondern sich auch sehr gut verkaufte. Da wurde auch deutlich, dass viele dieser Bands dank ihrer Manierismen und ihrer Eigenarten durchaus klanglich etwas Besonderes boten, wenn sie ein Konzert gaben. Und bei den Fans gab es eben den Bedarf, diese Atmosphäre auf einem Tonträger zu besetzen. Von da an wurde es zu einer ungeschriebenen Regel, dass jede populäre Band aller 4 oder 5 Studioalben ein Live-Album dazwischen schob. Man konnte sich hierbei sogar leisten, fast nur Doppelalben und Triplealben herauszubringen, da das Kosten-Gewinn-Verhältnis bei einem solchen Produkt so günstig war. Es fielen ja eben die langen Studiokosten weg. Was folgte, war ein regelrechter Live-Album-Boom. In diesem Sinne möchte ich heute, ich glaube zum ersten Mal in der Albenrevue, ein Live-Album besprechen. Es handelt sich um das im Mai 1973 veröffentlichte Live-Album von Yes mit dem Titel Yes Songs. Das war die erste Live-Platte der Band und beinhaltete Aufnahmen, die im Verlauf mehrerer Tourneen in 1972 mitgeschnitten wurden. Teile der Aufnahmen stammen von der Tournee zu ihrem Album Fragile am Anfang des Jahres, doch der überwiegende Teil stammte von Konzerten im November und Dezember 1972, während der Close to the Edge Tour. In den Monaten zwischen Februar und November war einiges passiert, allem voran die Fertigstellung des extrem aufwendigen Albums Close to the Edge. Doch die deutlichste Veränderung war der Weggang des Schlagzeugers Bill Bruford. So haben wir auf diesem Album beide Schlagzeuger, was vermutlich interessant für diverse Vergleiche ist, denn der Spielstil von Bill Bruford und Alan White ist durchaus sehr verschieden. Übrigens brachten Yes 1980, also 7 Jahre später, ihr 2. Live-Album heraus mit dem Titel Yes Shows. Und dort bestand eine ähnliche Situation, in dem Sinne, dass manche Aufnahmen Rick Wakeman an den Keyboards hatten, während andere Aufnahmen mit Patrick Moratz waren. Yes Songs ist ein Triple-Album und hält damit eine komplette Konzertlänge fest, wenn auch die Aufnahmen von 6 verschiedenen Quellen stammen. Es ist ein durchaus gelungenes Dokument, das zeigt, wie Yes um 1972 geklungen haben. Manche würden sagen, auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Der legendäre Tontechniker Eddie Offord, der bis dahin fast alle Yes-Alben betreut hatte, wurde hier angeheuert, mit der Band zu touren und so für ihren nicht immer leicht zu mischenden Sound zu sorgen. Dadurch, dass er während der Konzerte an den Live-Reglern sitzen musste, war es ihm nicht möglich, die Aufnahmen selbst zu kontrollieren oder zu überwachen,
da sie von einer anderen Einheit getätigt wurden. Eddie Offroyd hat später beklagt, dass die Aufnahmen unterdurchschnittlich waren und zeigte sich oft über die Klangqualität enttäuscht. Er verbrachte dann noch eine recht umfängliche Zeit im Tonstudio bemüht, die Tonbänder aufzuwerten. Es ist schon richtig, dass Yes-Songs nie für seine Klangqualität gelobt wurden. Die Presse zeigte sich damals eher gemischt und würdigte einerseits die musikalische Leistung der Band, derart schwieriges Material überzeugend auf die Bühne zu übertragen, doch ebenso wurde der unzureichende Sound kritisiert. Nun darf man sich den Sound nicht zu schlecht vorstellen. Ironischerweise klingt das 7 Jahre später erscheinende Live-Album Yes Shows vom akustischen Standpunkt her deutlich schlechter als dieser Beitrag. Ich finde, man kann sich das Album gut anhören. Ich bin ja selbst kein großer Fan von Live-Alben, aber verglichen mit einigen Krachkonzerten, die es da schon auf Vinyl gab, ist Yes Songs noch recht edel. Besondere Würdigung auf dieser Triple-LP gab es für Alan White. Will Bruford hatte die Band rund 11 Tage vor dem Tourbeginn verlassen. Als Alan White bei Yes einstieg, hatte er 3 Tage Zeit, das ganze Material zu lernen. Eine beachtliche Leistung. Mein Highlight auf diesem Album ist sicherlich The Fish, das Chris Squire Solo am Ende der D-Seite. Eine unglaubliche Live-Performance von einem der innovativsten Bassisten, die es jemals gab. Man kann einen Bericht über dieses Album nicht schließen, ohne über das Coverdesign von Roger Dean zu sprechen. Das war, nach Fragile und Close to the Edge, der 3. Auftrag, den er für Yes annahm. Die komplexe Gatefold-Hülle, die nun 3 Vinylscheiben fassen musste, gab ihm eine Menge Leinwand zum Bemalen. So ist das Roger Dean-Design hier außerordentlich reizvoll und für manche Grund genug, sich das Album auf Vinyl anzuschaffen, vorzugsweise in einer Kopie, die weniger abgerockt ist als meine Erstauflage hier. Ich gebe hier 3 von 5 Sternen. Es ist keine schlechte Idee, sich hier Songs zuzulegen, doch eine essentielle Anschaffung ist es vermutlich nicht. Außer man studiert Yes genauer und dann kommt man daran kaum vorbei. Das Live-Album dokumentiert eine besondere Zeit in der Geschichte dieser Band und das macht es wertvoll. Doch der etwas flach anmutende Sound ist sicherlich ein starkes Minus. Doch als Vinyl-LP macht sich diese Platte dank ihres hervorragenden Cover-Designs sehr gut in jeder Sammlung. Das war Yes Songs von Yes aus dem Jahr 1973.